Als nächster am Wort ist Gerald Klug von der SPÖ. Sehr geschätzter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, mit der 33. Novelle zum Kraftfahrzeuggesetz setzen wir heute gemeinsam einen nächsten und meines Erachtens auch sehr wichtigen Schritt, damit wir automatisiertes Fahren grundsätzlich in der Einführung der Technologie in Österreich nicht nur weiterentwickeln können, sondern als Gesetzgeber mit einem eigenen Instrument, ja, zu dem komme ich noch, um als Gesetzgeber auch hier unterstützend diesen Weg zu begleiten. Kurz zur technischen Umsetzung. Es gibt die schon zitierte Verordnungsermächtigung für den Verkehrsminister, wo es im Wesentlichen aber darum gehen wird, gemeinsam in der Abstimmung mit den maßgeblichen Stakeholdern, mit den Technikern, mit den Forschern, mit der Industrie, aber auch mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, hier zu definieren, welche Straßen kommen überhaupt in Frage, über welche Geschwindigkeiten reden wir am Start dieser Technologie, ganz allgemein gesagt, über welche Funktionalitäten reden wir, beispielsweise spurhaltende Bremssysteme und vieler dieser Dinge mehr. Also im Wesentlichen auch das Anforderungsprofil für die Teststrecken zu definieren. Ich freue mich, dass es gelungen ist, mit rund 140 maßgeblichen Stakeholdern in 4 Arbeitsgruppen im Verkehrsministerium das auch sehr gut und professionell vorzubereiten. Ich glaube, das hat wirklich sehr gut funktioniert. Im nächsten Schritt, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ist jetzt aber dann natürlich auch die Industrie am Zug, um hier den konkreten Bedarf zu melden und zu definieren. Es kommt im Wesentlichen eine neue Technologie auf die Straße und ganz entscheidend ist dabei, dass Österreich mit vorne dabei ist, dass wir die Nasenspitze vorn haben. Alle anderen Länder zeigen es uns vor. Ich möchte zur Kritik vom Kollegen Willi nur sagen, der inhaltliche Zugang hat sich maßgeblich geändert gegenüber Ihren Ausführungen im Ausschuss. Ich hatte anfangs den Eindruck, dass da eine grundsätzliche Antipathie der Grünen gegenüber PKWs zum Ausdruck kommt. Aber heute hat es schon etwas anders geklungen. Ja, es gibt viele Unbekannte. Sicherheitsfragen, Haftungsfragen, Datensicherheit, all das ist richtig. Und oberste Priorität hat die Sicherheit. Aber klar ist auch, dass diese neue Technologie tolle Chancen für den Industrie- und Wirtschaftsstandort bietet, tolle Chancen für hochqualifizierte Arbeitsplätze. Österreich hat eine lange und gute Tradition im Bereich der Automobilindustrie im Allgemeinen. Ich weiß, jetzt kommt ein bisschen der Steirer in mir durch, aber ich sage ganz offen, Magna ist in diesem Zusammenhang eine Vorreiterrolle und ein positives Beispiel. Wir reden in dem Zusammenhang von 700 Unternehmen, von rund 150.000 Arbeitsplätzen und einer Bruttowertschöpfung von 23 Milliarden Euro. Viele Chancen, es ist der richtige Zeitpunkt, es ist das richtige Instrument, es ist die richtige Vorgangsweise. Ich kann an dieser Stelle nur gratulieren. Alles Gute, Herr Minister. Sagt Gerald Klug von der SPÖ.